Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefield Gothic Armada 2. Tja, mit den Menschen der Imperialen Armee, Space Marines und, ja, das Mechanikum? Nee. Shit, wie hieß der nochmal? Ach, ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber irgendwas mit Mechanikum war schon, glaube ich, nicht so falsch. Egal. So, wir könnten jetzt mal langsam diesen Bereich erobern oder wir kümmern uns einfach um die Mission, sagen, wir treten dem Chaos im Arsch und dann treten wir diesen Heini im Arsch. Wir gehen aber das Risiko ein, dass wir quasi hier dieses System verlieren. Wir müssen uns auch ein bisschen ums Geld kümmern, glaube ich. Weil davon haben wir echt nicht viel. Und dieses System ist gar nicht uninteressant hier. Agrippina. Aber die bringen also nicht so die geile Ressourcen wie, oh, hier, das wäre nicht verkehrt. Ziehschleier. Angriffe auf das System werden um einen Zug verzögert. Kleine Werft, wir können dann mehr bauen. Und, Makropolwelt. Plötzlich Ressourcen dazu, das machen wir mal. So, können wir mal einen Helden rekrutieren? Neue Flotte. Was gibt's da so im Angebot? Ach, das ist wieder viel zu teuer. Oh, was ist das denn hier? Tarot des Imperators. Offenbart und kennzeichnet die ausgewählten und erfassten feindlichen Schiffe 90 Sekunden lang. Aha. Ich finde das immer ganz toll, hier Mikro-Warp-Sprung. Ich liebe ihn. Ah ja, wir können hier noch variieren, aber die kosten alle ungefähr gleich. Locke mit einer Glatze. Adeptus Mechanicus. Ah, das Adeptus hat mir gefehlt. Verfickte Kacke. So, aber Locke, Glatzkopf Locke nennen. Also den müsst ihr schon rekrutieren eigentlich. Das ist Pflicht. Dafür habe ich aber kein Geld. Schade. Locke. Also Locke ist der Nächste, den ich unbedingt haben will. So. Ah, Lysander. Ah, Lysander. Scheiße, den brauche ich auch. Ah, schnell raus. Schnell raus. Ja, da warten wir noch eine Runde oder... Oh, der ist repariert. Nicht repariert. Der auch nicht. Hm. Ich schicke die mal eine Runde hier hin. Damit die quasi vielleicht besser reparieren können und auch mehr Leute kriegen. Plus 9. Und eigentlich müssten wir hier eine Verteidigungsplattform bauen. Aber ich lasse das erstmal so. Zug beenden. Wir müssten einfach an Geld kommen, irgendwie. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt eine neue Flotte bauen, dann geht uns quasi monatlich wieder Geld flöten. So, wen kaufen wir jetzt? Locke? Ne, warte mal. Erstmal müssen wir mal gucken hier, ne? 12 von 12. Warum ist das gelb? Weil alle Veteranenstatus haben, oder was? Ja, komm, 18 Taler kostet die. Was kostet die Welt? Solange die Chaos-Schiffe einzeln sind, gefällt mir das. Liegt da schon mal rein. Du bleibst nochmal hier. Und du bist soweit repariert. Das hat da wenigstens etwas gebracht. So. Tja, Locke oder Lysander? Wir haben echt nur 4 Flotten. Wo ist denn die 4. Im Cardia-System oder wo? Ja.
Habe ich als Nachhut zurückgelassen, ist auch nicht stark und da fehlt auch ein Anführer. Aber wir könnten hier quasi einen Anführer einkaufen. Zum Beispiel Lysander. Das machen wir jetzt auch. Schon haben wir eine starke Reserve, die wir quasi aus Cardia erstmal wegholen könnten. Dann haben wir nämlich unten nämlich nächste Runde noch ein mehr. Und die nächste Armee würde ich dann quasi hier im Cardia-Sektor aufbauen wollen. Haben wir hier noch was, was wir irgendwie finanziell aufrüsten könnten? Ein Symbol. Außenposten bringt nicht sehr viel. Festungswelt? Na, das macht mich alles nicht reich. Ich brauche Geld für Flotten, verdammte Kacke. Fabrikwelt. Oh, Fabrikwelt ist richtig gut. 80. Das ist super. Machen wir. So, und schwuppdiwupp haben wir schon kein Geld mehr. Wir haben jetzt eine Schlacht. Und 900 Punkte und World Eaters. Ach, komm. Ich mach mal Autoschlacht. Bereue ich's. Kein Schiff verloren. Leichte Beschädigungen. Ein paar Leute verloren. Das heißt, unserem Boss Spire müsste ich dann nochmal wieder zurückschicken ins Agrippina System, damit er sich da wieder erholen kann. Die können eigentlich hier bleiben. Und dann können wir hier die nächste Mission angehen. Aber hier will ich Lysander haben, auf jeden Fall. Also wenn ich Lysander bekommen kann, dann will ich Lysander haben. Ja, verstärk dich da mal. So, jetzt komm her da. Oh, warte mal. Scheiße, der hat sich da schon erholt. Oh. Heinrich, erst gucken, dann bewegen. Na, jetzt habe ich den umsonst bewegt, der hätte mich da bleiben können. Mhm. Zu wenig Einnahmen. Also die Necrons haben echt bessere Einnahmequellen als die Menschen. Da gab es Sachen, glaube ich, mit 80 Ressourcen viel häufiger oder mit mehr auf jeden Fall als 40. Senkt die Chaosbedrohung. Ich würde sagen, wir warten einfach mal ein, zwei Runden, versuchen kein Geld auszugeben und gründen noch im Cardia-Sektor eine neue Flotte. Damit die vier hier unten Spaß haben können und wir trotzdem noch ein Backup haben, falls von irgendwo irgendwas einfällt. Gut, Zug beenden. Wer hätte es gar nicht gedacht, ne? Die Necrons kommen. Ist ja nicht so schlimm. Na, wir können ja da mal den Leuten den Tag vermiesen. Nein! Lysander sollte eigentlich dahin. Was greift denn da an? So, und ich glaube, hier bauen wir doch nochmal schnell was hin. Eine Waffenplattform.
So, ich glaube, Cardia-Sektor war das. Nein, war es nicht. Das ist ja doof. Hier hinten. 440. Aber hier würde ich jetzt keine Flotte aufbauen wollen. Gehen wir zurück zum Cardia-Sektor. Ja. Hä? Oh, die Namen ändern sich jede Runde oder was? Rock war doch hier eigentlich bei Gothic dabei. Ziemlich am Anfang. Ich will Locke wieder haben. Oh, scheiße. Nee, dann gründe ich jetzt erstmal keine neue Flotte. Und dann sparen wir nochmal für Locke. Können wir irgendwas bauen, das ist mehr... Dass es hier mehr Punkte gibt. Kleine Werft. Genau sowas habe ich doch gesucht. Dann haben wir dann 4 Punkte. Außenposten. 10 Ressourcen. Werft. Oh, hier gibt es dann auch noch eine Werft. Werft, das ist ganz nett. Admiralswelt. Adamantium. Mhm. Ja, das sind so Sachen, die kann man, glaube ich, ein bisschen später alles machen. Wir brauchen erstmal Bares. Nur Bares Schönes. Aber was ist das denn da? Nicht zukunftsfähige Welt. Ja, gut. Bringt aber 40 Ressourcen. Ich mach's jetzt. Zack. Das heißt, die kämpfen nächste Runde und hier gehe ich mal jetzt in die Schlacht. Aber ich glaube, auch diese Schlacht können wir quasi zur Autoschlacht machen, weil ich weiß nicht. Das lohnt ja noch weniger als vorhin. Da tun mir die 1000 Suns ja schon fast leid. Alter! Sowas von krass in der Übermacht. Und guckt euch das an. Das Hauptschiff von Spire so richtig dick Schaden gekriegt. Sind die quasi alle Mann da reingesprungen? Haben die hier was von Star Wars Episode 8 gemacht? Ne, gut, dann wären sie ja kaputt. Habe ich vergessen. Entschuldigung. Toll, jetzt kann das Spire sich auch erstmal wieder ein, zwei Runden ausruhen. Schade. Ich wollte eigentlich gleich weiter Kette geben, aber... Oder zumindest die Mission hier machen. Aber er weiß, wie schwer die ist. Und da hätte ich auch gerne nochmal Lysander. Dann sag ich mal Zug beenden. Dann gibt's gleich Spaß mit den Necrons. Pass auf, und die wollen jetzt hier noch irgendwie... Na gut. Dann komm mal her. Oh Gott. Chano-Vok. Chano-Vok will mal Lysander und den Mars-Erkundungstrupp Hallo sagen. Da bin ich doch dabei. Alleine, weil wir die Schiffsklasse von Lysander noch gar nicht gespielt haben. Der vorige Space Marine, der Chef der Imperial Fists, der Anführer der Flotte, der hatte ein kleineres Schiff. Ich glaube, das war jetzt schon ein schwerer Kreuzer oder sowas. Müssen wir mal gleich mal gucken. Wo ist der Dicke? Das ist das? Ah, sieht auch stilmäßig ähnlich aus der anderen Schiffe. Hier ist er. Ja, sie haben hier vorne alle diese Geschichte hier. Der auch. Oh, in dem... Achso, hier sind dann quasi die Landebuchten? Oder was ist das hier in der Mitte?
Da ist ein mächtig, richtig mächtig Badabum. Hier vorne, ey, richtig, auch dicke Bewaffnung. Ach, hier geht's ja weiter. Vielleicht sind die Space Marines frontal. Also, die greifen vielleicht lieber Front an als mit der Seite. Oh, hier hat er aber auch dicke Wumm. Und dann hat er ein bisschen. Ah, hier das Symbol Imperial Fist, ist ganz wichtig. Kirchenähnliche Gebilde drauf, die. Ja. Geschmackssachen sind. Also, die fand ich ja noch schnittiger, die kleineren Varianten. Der sieht mehr aus wie ein Klotz. Aber die Schiffe des Adeptus Mechanicus gefallen mir da doch deutlich irgendwie besser. Finde ich irgendwie hübscher. Aber wie gesagt, ist eine Geschmackssache. Das muss jeder selber wissen. So. Wir sind breit. Oh, was haben wir hier Schönes? Mecha Dominator. Kennzeichnet ein feindliches Schiff im Radius von 13.500 Einheiten rund um das Flaggschiff. Das gekennzeichnete Schiff wird deaktiviert. Es kann sich für die nächsten 30 Sekunden weder bewegen noch schießen. Oh, das ist ja richtig gut. 30 Sekunden. Warte mal, ich bin noch gar nicht fertig. Blablabla. Schießen, Fertigkeiten verwenden. Außer sammeln, ermutigen, Rede halten. Wenn das gekennzeichnete Schiff eine dieser Fähigkeiten verwendet, wird der Mecha-Dominator-Effekt abgebrochen. Aha. Kann nur gegen Schiffe mit zerstörten Decks eingesetzt werden. Auch interessant. So. We stand ready. Jawohl. Der klingt auf jeden Fall motiviert. Hallo, Schiffe? Give us purpose. Gib mal Gas. Ach, hier dieses Quallen-Level. Ihr habt freies Schießen. Schießt auf alles, was euch nervt. Achso, das war die falsche Taste. Warte mal. Show us the enemy. Frontwaffen. So, Auge des Omnishard. Reichweite 6.000 bis 250.000 Einheiten, Wirkungskreis, bababa. Müssen wir gleich machen. Nova-Kanone. Oh, da kommt auch gleich was. Ich brezel das einfach gleich da mal rein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich mach das einfach mal. Ja, sah cool aus. Einfach mal was weggebrezelt. Where shall we strike? Enemy in sight. Oh, was war das passiert? Oh, der ist ja gerade gesprungen. Ah ja, Necrons, klar. Achso, das Auge kann man nur einmal schießen. Scheiße. Fand ich aber interessant, also. Oh, die haben richtig Spaß da, die Leute. Du hast keine Torpedos. Engaging Drive. Machen wir seitlich. Enemy in sight. Battle Protocols engaged. Auch seitlich und du auch seitlich. Wo ist denn Lysander? Ist er schon quasi da? Oh ja. It will be destroyed. Ah, du kämpf mal lieber. Enemy in sight. Hier, die Qualle ist verdammt nah. Die mal töten. Ach, scheiße. Machine Spirit appeased. Rouse the engines. Oh, oh, oh. The spirits obey. Escort craft destroyed. Cluster routines active. Revere the Omnisire.
Ey, wo webst du, Junge? Feuer! Launch Thunderhawk! Nicht euch rammen, Jungs! Calculating vectors! Oh, Mädels! Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, dass ihr alle da drauf feuert. Kann auch nicht so schwer sein. So. Oh, hier. Komm mal hierher quasi. Der hat hier einen schönen Plan. Heal thy wounded servant. Receiving your order. Haben wir nicht noch eine Stasis-Geschichte? To serve thee on this sire. To serve the Omnisire. Blitzschlag! We are ready to serve. Castellan Maniple teleported. Initiate Thunderhawk Bombardment. So, du gehst da mal raus. Du hast zu viel abgekriegt, mein Freund. Give us purpose. Repositioning. Defeat probability at critical level. Enemy in sight. Ach, da ist ja noch ein Schiff. Das habe ich ja ganz vergessen. Show us the enemy. Meuterei? Receiving your order. Das gibt's ja nicht hier, verdammt. Wo ist mein kleines Schiff? Wo habe ich das verloren? Oh oh. Obliterate that target. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Komm mal her hier. Oh, ein Blitzschlag kann ich nicht machen. Schade, geht nicht. Main batteries fire. Initiate Thunderhawk bombardment. Machine spirit appeased. We stand ready. Initiate Thunderhawk bombardment. Und Feuer frei. Boarding successful. Oh. Cool. Initiate targeting protocol. Das finde ich gut, das schon. Den kann man nicht ausschalten, schade. Der meutert noch weiter. Show us the enemy. I am listening. Frontbewaffnung, Feuer. Moving to position. Torpedos ist auch eine gute Idee. Underway. Mal gucken, ob ich es richtig eingeschätzt habe. Ihr wisst ja, Torpedos sind nicht so mein Ding. Oh. Ha. Gut eingeschätzt. Ruf zu den Waffen, die müssen erstmal kämpfen. Da mache ich mal Frontbewaffnung, Feuer frei. Du kommst mal auch ein bisschen in die Richtung. Rückzug, Rückzug gibt's nicht. Haben wir gewonnen. Auch wenn das eine Schiff meutern wollte. Ah, Adeptus Mechanicus. Mit dieser richtig fetten Kanone hat mir gefallen. Das muss man echt einsetzen.
Oder ein Schiff dann zurückhalten, wenn dann der Feind auf dem Haufen ist, quasi. Dann schön reinbrezeln. Am besten noch vorher Stasis-Bombe machen. Ja, das kleine Schiff haben wir verloren. Schade. Schade, da haben sich die Imperial Fists geopfert und der hat ganz schön gut Schaden genommen. Ja, haben die Necrons doch ganz schön reingehauen. Ja, Dringlichkeit. Ich weiß doch, weiß ich doch. Weiß ich doch. Er schafft es aber nicht in 1, 2, 3 Runden. Wie sieht es bei dir aus? Du musst noch ein bisschen heilen. So. Lysander braucht noch mal Verstärkung. Und K müsste jetzt leichter Kreuzer sein. Achso, K ist jetzt ein Strike Cruiser. Okay. Er ist ja noch fetter, hier. Soll ich das nur? Warum hatten hier Lysander nicht sowas Schönes, Großes? Der Captain Lysander. Hätte jetzt gedacht, er hat jetzt hier was Größeres. Aber egal. 193 Punkte haben wir noch. Was haben wir denn da? Vanguard MK1. MK1 hat Torpedos und Landebuchten quasi. Ja, wir brauchen mal ein bisschen was mit Power. Leichter Bombardement Kanonen. Lanzenartillerie. Ich entscheide mich für das Bombardement. Dann nur noch 21 Punkte und da kriegen wir nichts mehr rein. Das war's dann. Bestätigen wir mal. So, nächste Runde, 1, 2, 3. Sind wir drin. Haben wir noch irgendwas, um hier weiter auszubauen? Makropolwelt. Kriegen wir was auf Stufe 3? Nee, ne? Die Werft. Ja, komm. Einmal die Werft und dann machen wir hier. Ups, wo war die Makropolwelt? So. Dann beenden wir den Zug und dann geht's nächstes Mal. Oder mal gucken. Ne, ich glaube, die Mission müssen wir nächstes Mal machen. Das wird, glaube ich, wieder irgendwie so ein besonderes Gefecht. Warte mal, was ich die ganze Zeit jetzt vergessen habe. Wir wollten noch Locke rekrutieren, ne? Scheiße. Wie viele Runden haben wir noch? Zwei. Hahaha. Ich habe Locke vergessen. Scheiße. Da kommen wir noch gar nicht mehr hin mit zwei Runden. Oh, nee, ne? Allein das Hinfliegen. Eins. Also, er kommt von da. Eins, zwei. Drei. Nee, war mal falsch gezählt. Trotzdem, er muss irgendwie 1, 2, 3, eine Runde. 1, 2, 3 guckt er gerade an. Och, Mann. Können wir hier einen rekrutieren? Entschuldigung, wenn ihr gerade Krankenwagen gehört habt. Oder Feuerwehr. Warum kriege ich jetzt meine Locke nicht mehr? Was hat denn der überladene Deflektorschild? Finde ich jetzt. Ah, weiß ich nicht. Überladener Deflektorschild. Plasmabombe ist immer nett und Stasisbombe bringt da beides schon mal mit.
In Kombination immer toll. Die haben alle dasselbe quasi. Ich fand Locke war so ein toller Name. Tarot des Imperators. Ich habe das noch nicht gehabt. Ich nehme das jetzt einfach mal. So. Mit was kommen die da an? Mit 480. Wir haben die Waffenplattform. Was kannst du dir kaufen? Er wird nicht viel kaufen können. Ich glaube noch nicht mal. Doch, so ein Kreuzer geht noch. Er hat eine Dauntless. Stufe 1. Ach du Scheiße, der hat noch nicht mal Torpedos. Spiel. La lü la la, jetzt reicht's aber mal. Ja, dann nehme ich den nochmal mit. Da können wir nicht mehr rekrutieren. Dann sind wir bei 281. Das wird echt nicht einfach. Punkte mehr. Und da helfen mir diese Geschütztürme auch nicht. Gut, da muss ich mal überlegen, was wir da machen. Ich würde jetzt das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Unterstützen Imperator. Den Imperator unterstützen heißt auch Heinrich unterstützen. Ich kann jedes Abo gebrauchen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.